So, jetzt bin ich auch da. Ich habe gerade kurz einen Herzinfarkt gehabt, als ich den Spielstand geladen habe und plötzlich auf der Weltkarte war und habe erst gedacht, ich muss die komplette Stadt neu machen. Also, Nüse. Ich weiß, dass du es witzig gefunden hättest. Aber wenn du gelacht hättest, dann wäre irgendwas geflogen gekommen. Wäre verdient gewesen, So, jetzt muss ich gucken. Wassersprungprodukte-Elemente. Himmelsträne. Mit dem Element, gegen das das Ziel am schwächsten ist, wird 1,9 mal Schaden. Okay. Das bleibt auch. Die Konstellation ist eigentlich immer noch gut. Das mache ich noch auf Max. Dann ist es besser. Tüt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 
Bei dir kann ich nichts mehr boosten, okay. So, auf jeden Fall nochmal speichern. Hier kann ich eigentlich nicht mehr viel machen. Ich könnte das Ritterschwert upgraden und neu ausrüsten. Aber sonst... Oh. Aber ich glaube, Ausrüstung wäre wichtiger. Leben sollen sie. Lange leben sollen sie. Die ist schon vollständig geupgradet. Ah. Aber die habe ich nur angelassen, weil ich die Diamantrüstung noch nicht geupgradet habe. Das könnte ich aber mal tun. Okay, das ist upgraded, das ist auch geupgradet. Okay. Dann von Rüstung entfernen. Einmal von dem. Okay. Dann ausrüsten. Genau. Du die Diamantrüstung und du die Diamantrüstung. In Rüstung einsetzen. Aber hier ist sogar noch Platz. Was können wir denn da noch machen? Amulettmeister, Angriff erhöht, Bonus leichte Rüstung, Kartenmeister. Ja, sowas ist gut. So, in die Diamantrüstung. Kommt auf jeden Fall Angriff erhöht. Und machen wir noch Abwehr erhöht, ja. Alles, was hilft. So, bei dir war es vor allem... SOS Magie erhöht. So, ja, dann werde ich ihr es auch noch upgraden, da hast du vollkommen recht. Also warte mal, ich kann ihr eh die Gelehrtengewohnheit geben. Dann hat sie direkt das Bessere. Ich werde gekrault, ich bin glücklich. Jetzt muss ich den Kampf gewinnen. So.
Wird das was oder wird das nix? Ich bin gespannt. Oh, warte mal, ich laufe falsch rum. So, den Text werde ich jetzt nicht nochmal groß wiederholen, weil den kennen wir schon. Mir geht's nur um den Kampf. Ich hoffe einfach mal ja, das werden wir gleich sehen. Stirbt schneller. Ja, ja, jetzt gibt's einmal ein bisschen Drama. So, und diesmal weiß ich auch, dass ich den... Na, den Ultima-Angriff nicht unterschätzen darf. So, allen geht's gut? Gut. Ah. Ja, ist okay. Alles easy. Schöner Crit. Heilen finde ich nicht so nett. Erde. Ist nicht nötig, also machst du einen Abwehrbrecher. Okay, Ultima-Angriff, noch zwei Runden. Okay, alle abwehren.
Okay, einen hat zerlegt, aber nicht schlimm. Alles easy. Schon wieder. Okay. Okay, wahrscheinlich wird Victor gleich wieder im Dreck liegen. Aber das ist nicht schlimm. Perfekt. Oh, Beinfeger wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Gift. Ja, ich glaube, wir kriegen das jetzt ordentlich hin. Zumindest den Kampf, aber der war auch letztes Mal kein Problem. Hehe. Ey. Nicht so. Okay, das ist durch. Und jetzt kommt das eigentlich Schlimme. Trinken wir mal was. Okay. So. Thank you.
Damit komme ich eigentlich wieder aus dem Overdrive raus. Ist eigentlich nicht so geschickt. Aber machen muss ich's. Eine Heilung, ganz wichtig. Heiler weg. Es regt mich auf, dass ich keinen Blütensturm bekomme. Das nervt mich. Aber es läuft trotzdem sehr gut. Das wäre jetzt genau richtig. Zauberer weg. Hymne der Helden geht eigentlich noch 3 Runden. Oh, 4000 Schaden, nice. Nee, muss ich nicht. Leute, ich glaube, wir haben's. Motherfucker. Yes! Lass los, Kilian. Es ist genug. Ich werde die Macht bändigen. Sag mir das Schlüsselwort. Der Schlüssel zum Tor. Als ob wir das tun würden. Noch kann ich eure Gedanken nicht klar lesen. Aber als ihr alle an die Worte gedacht habt, da konnte ich sie doch verstehen. Ich bin stark genug, die Wahn zu besiegen. Seid davon die Zeugen. Um die Herren der Unterwelt zu vernichten, sollen sich die Tore öffnen.
Vollidiot. Kilian, du musst das nicht tun. Sorg dich nicht. Ich werde euch von den Wahlen beschützen. Dummes, dummes, schwaches Kind. Das Grimoire und sein Träger müssen vernichtet werden. Aber wenn du uns nicht aus dem Weg gehst, übernehmen wir eben deinen Körper. Ah, was tut ihr? So geschwächt tun wir das Unmögliche. Wir werden eins mit einem wahren König. Das sieht nicht gut aus. Schnell zu mir, das ist die Chance für das Grimoire. Wir werden eins mit ihm. Wir werden ihn zu unserem neuen Champion machen. Jetzt alle, ich werde das Grand Grimoire zerstören. Wagst es? Sind die Wahlen tot? Das Croquemont? Es hat kein Äther zum Absorbieren und es zerfällt zu Staub. Aber wenn es kein Äther findet, heißt das, dass die Wahlen noch leben? Es tut weh. Unsere Macht schwindet. Scheint, als wäre es noch nicht vorbei. Wir sind noch stark genug, euch wie Fliegen zu zerquetschen. Denn trotz allem seid ihr nun einfache Menschen. Einfache Menschen? Wieder und wieder habt ihr die Welt vernichtet. Und wieder haben die Menschen und die Natur sie aufgebaut. Sie werden niemals aufgeben. Ihr Wille zum Leben wurde nie gebrochen. Ihr nennt sie schwach, doch in Wahrheit fürchtet ihr sie. Die Menschen wachsen über sich selbst hinaus, ein jedes Mal. Er hat recht. Ihr wart da, als der Vorbote kam. Ihr werdet sein, wenn er nicht mehr ist. Alles, was ihr tut, tut ihr nur für euch selbst. Aber seht euch die kurze Dauer eines menschlichen Lebens an. Über Generationen arbeiten die Menschen daran, die Welt besser zu machen für alle, die folgen. Sie kämpfen nicht gegen Probleme, die sie selbst oder ihre Kinder betreffen. Sie geben ihr Leben für die Zukunft. Sie kämpften für folgende Generationen, trotz der Rückschläge, trotz der Unsicherheit. Das ist die Stärke der Menschheit. Das ist euer Untergang. Glenn, ich versuche, sie aufzuhalten. Kilian? Ihr könnt sie nicht alleine besiegen. Aber ich kann sie schwächen. Sie übernehmen Kontrolle. Bereitet euch vor. Mit Waffen aus Stahl gegen Götter? Ich schätze, das bekommen wir wohl hin. Das Ding sieht für mich alles andere als göttlich aus. Dann sollten wir wohl Erfolg haben, nicht? Wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie wissentlich wissen. Diese Welt hat so viel zu bieten, du wirst sie nicht vernichten. Mit diesen Gestalten in unserem Weg, da haben wir keine Chance, Eldrian eine bessere Zukunft zu führen. Lasst uns ihnen zeigen, was wir auf unserer Reise gelernt haben. Du hast recht. Dies könnte so unser letzter gemeinsamer Kampf sein. Wir können es schaffen. Ich glaube an uns. Dann lasst ihn uns gewinnen. Okay. Von mir aus. Was ist denn unser Gegner? Okay, die Wahlen sind ein einziges Wesen in Kombination. Schwäche ist Dunkelheit. Na, dann wollen wir mal. Das werden wir ja wohl noch hinbekommen. Ich verstehe, in welche Richtung dieser Kampf gehen wird. Aber ist okay. Das macht spannend. Okay, mache ich den Pakt der Elemente? Ja. Hm.
Nee, scheiße, das war dumm. Na egal, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ah. Ich habe leider nichts, was alle heilt. Na, mal gucken, was der als nächstes macht. Okay. Alles gut, alles gut. Um jetzt keine Items zu verschwenden. Noch ein bisschen Blutung drauf, finde ich gut. Alles easy, alles gut. Killian. Ich habe Angst. Okay, das war wegen dem Widerstand. Alles klar. Ich verstehe. Motherfucker! Ich werde euch helfen. Oh, dankeschön! Killian ist cool. Irgendwie doch noch. Magischer Widerstand. Okay, es bleibt beim magischen Widerstand, dann kann ich ja theoretisch voll drauf prügeln. Das Vieh ist als nächstes dran. Dann nehme ich... Da. Okay. Ach scheiße, ich hätte meinen Ultramove nehmen können. Egal, nicht schlimm. Nee, Ende der Welt finde ich nicht cool. Nein, du wirst ihnen nichts tun.
Es ist nichts passiert. Das ist uncool. Aber auch nicht schlimm. Weil ich habe ja den Allesbrecher. Das hilft wenigstens so ein bisschen. Jetzt muss ich langsam aufpassen. Scheiße. Blablabla. Ich werde nicht untergehen, ohne etwas zu tun. Oh lol. Hey, Killian wird immer cooler. Einschränken. So, ich tausche hier mal kurz. Alter, ist das mies. Aber vor allem, sie ist nicht nochmal dran bis dahin. Dann bleibt erstmal nur... Körperlicher Widerstand. Aber ja, komm, hau drauf. Boah. Bringt mir nix. Was tust du da hinten? Nichts. Hör dich nur rumjammern. Alles easy. Alles gut.
Alles gut, alles gut. Wahnsinn. Arschloch. Nice, sein Doppelgänger ist weg. What? Nein. Ihr sollt leben. Danke, Kilian. Mehr kann ich nicht tun. Jetzt müsst ihr die Wahn alleine besiegen. Das kriege ich hin. Oh, warte, was kriegt er noch hin? Ne, kriegt nichts Besonderes mehr hin. Okay. Oh, Alter. Chill, Junge. Sicherheitshalber. Ja, war genau richtig. Junge. Hab ich's?
Jetzt! Ja. Wir sterben. Gut gemacht, Glenn. Ich bin gescheitert, doch zum Glück warst du da. Wie immer. Ich bin zurück und die geschwächten Wahlen sind in mir. Ihr habt es geschafft. Wo ich scheiterte, wart ihr erfolgreich. Doch will ich diese Welt nicht gänzlich nutzlos verlassen. Kilian! Die Wahlen sterben mit mir. Es passiert, wie Grain es wollte. Aber... Die Macht kehrt zu dir zurück, Grains Auserwählter. Lebt wohl. Vergib mir. Vergib mir, Schwester. Geht es allen gut? Ist es möglich? Haben wir gewinnerlich gewonnen? Glenn? Die Macht ist nun mein. Also, um deine Frage zu beantworten. Ja, wir haben gewonnen. Ich glaub's kaum. Die Wahlen sind besiegt. Der Kreislauf ist durchbrochen. Das Gros Grimoire für immer zerstört. Hm, endlich. Ich meine, tolle Arbeit. Wir haben das Unmögliche geschafft. Hat also all das Kämpfen ein Ende. Es war eine solch lange Reise. Danke euch. Euch allen. Hä? Was passiert? Die Türen beben. Und damit auch ganz Nysa. Die Stadt wird nicht mehr benötigt, deswegen fällt sie auseinander. Dann lasst uns lieber abhauen. Hört ihr das? Och, hi! Bist du wach geworden? Asnariel. Nicht mal ein wahrer König kann bei dem Krach schlafen. Wir haben die Wahlen überlebt und sollen jetzt an einem wahren König scheitern? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Asnariel, verschwinde von hier. Lol. Ihr scheint wunderbar klarzukommen. Also, miteinander. Ich habe ihm meinen Willen aufgezwungen. Glenn? Es ist alles gut. Die neue Macht ist nur... neu für mich. Davon abgesehen, so einfach ist es nicht, den Willen eines wahren Königs zu brechen. Warum weißt du einfach schon instant, wie das funktioniert? Ja. Als die feurige Gefahr über Valandis plötzlich verschwand, brach Freude unter den Bewohnern aus. Sie wussten nicht, was passiert war, doch sie fühlten, dass sie endlich frei waren. Feiern wurden im ganzen Land abgehalten. Prinzessin Celestia Valkyria von Taryn wurde umgehend zur neuen Königin von Valandis gewählt. Ein Beraterstab aus dem ganzen Land unterstützte sie. Die Tyrannei war beendet, doch zur Vereinigung der Menschen war es noch ein langer Weg. Die Differenzen der ehemaligen Königreiche verschwanden nicht über Nacht. Eine ewige Zeit des Krieges kann nicht einfach so vergessen werden. So standen die Königin und ihre Berater vor einer gewaltigen Aufgabe. Aber sie hatten Hoffnung und dadurch wussten sie, dass sie am Ende Erfolg haben würden. Die rote Succubus? Du? Ernsthaft? Es stimmt, die Leute halten sie für eine elegante Femme fatale. Ich kann nichts dafür, ich habe den Namen nicht gewählt. Ach komm, so lustig ist das nicht. Und was willst du nun tun, Sir Egil? Ich werde durch Eldrea reisen. Die Welt ist groß und es gibt noch so viel zu entdecken. Was ist mit dir? Du bist vermutlich zu Len zurück. Nimm mich mit. Was?
Bitte, macht mich zu deinem Knappen. Bist du ernsthaft ernstlich? Ja, ich will mehr von der Welt sehen und den Menschen helfen. Ich dachte, bei all den Dingen, die ich tat, gäbe es keine Erlösung für mich, doch Glenn hat mir das Gegenteil bewiesen. Ich kann mich noch ändern. Bitte lass mich dein Knappe sein und die Welt zu einem besseren Ort machen. Mein lieber Rob, das würde mich sehr freuen. Ich vertrage keinen weiteren Schluck. Was sagst du da? Nur ein Neugeborenes kann von dieser Pisse besoffen werden. Lass uns zurück nach Arcadia gehen und vernünftigen Wein trinken. Ich könnte in der Tat etwas Urlaub vertragen, doch meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Macht euch bereit! Sie kommt! Alles Gute zum Geburtstag, Amalia! Ihr seid doch verrückt. Das ist nicht nötig. Aber danke. Vielen Dank. Batra sendet seine besten Wünsche. Wo ist er überhaupt? Vermutlich trifft er Vorbereitungen. Der Vorbote wartet. Batras, verlässt du uns? Wir haben nicht viel Zeit. Ihr habt nicht viel Zeit. Euer Leben ist knapp. Du kannst mich nicht retten. In spätestens 2 Jahren wird mir der Pakt mein Leben nehmen. Meine Zukunft ist ein Preis, den ich wissentlich bezahlt habe. Wir werden es dennoch versuchen. Ihr habt unser Leben in Rainers Grab gerettet. Und so werden wir eures retten. Unsere Leben sind durch den Fluch verbunden. Wir werden eine Möglichkeit finden. Oder nicht, Reorim? Danke. Danke. Was auch immer er tut, ich bin sicher, es ist das Richtige. Übrigens, wo ist Glenn? Eben war er noch da. Ich schau mal nach ihm. Genießt du die frische Luft? Was? Es sind so viele Menschen da drin. Du weißt, dass ich es ruhiger mag. Hey, Glenn ist wie ich. Davon abgesehen bin ich diese Macht noch immer nicht gewohnt. Wann wirst du Valandis verlassen? Morgen früh. Ich nehme das erste Schiff. Du bist beschäftigt, was? Wirst du ein zweiter Grain sein? Nein, ich bleibe, wer ich bin. Ich habe gelernt, dass Grains Weg nicht der richtige war. Ich kann nicht alle Mittel nutzen, um meine Ziele zu erfüllen. Das stimme ich zu. Ich werde mich der Aufgabe verschreiben, den Vorboten zu vernichten, sobald die Ordnung im Valandis wiederhergestellt ist. Als Königin werde ich den Leonar-Orden stärken. Nun, wo kommst du denn her? Scheint keine Angst zu haben. Oh, er war den ganzen Tag da. Ich habe ihm sogar einen Namen gegeben. Oh, wie nennst du ihn? Glenn. Er hatte auch rotes Haar, wie die Federn des Vogels, und er liebte das Fliegen. Du weißt es also? Scheint meine Gabe zu sein. Ich spürte ja auch, dass Glenn nicht Timothy war. Ich nahm sein Gesicht an, um dich nicht traurig zu machen. Bist du sauer? Ich bin verwirrt. Es war Glenns eigene Entscheidung, oder? Seine Entscheidung, hm? So fühlt sich also Grains Macht an? Beängstigend. Nutze sie weise. Und begehe nicht die gleichen Fehler wie ich. Ich sehe Grains Erinnerung. Ich werde den Vorboten mit Hilfe der anderen wahren Könige vernichten. Es ist eine monumentale Aufgabe, die vor mir liegt. Ich habe keinen Zweifel, dass du erfolgreich sein wirst. Ich muss nun gehen. Die Wahren in mir sind tot. Meine Seele wird nun in den Mahlstrom wandern. Wusstest du, dass ich einen Vogel als Haustier hatte? Was? Warum sagst du in diesem Moment ausgerechnet das? Ich wuchs als Sklave in Golgotha auf, das weißt du. Ein Haufen Dreck umringt von hohen Mauern. Meine Mutter hatte ein Abkommen mit den Wachen, also ging es uns ganz okay. Sie bekam oft Geschenke. Einmal brachte sie mir einen Käfig mit einem Vogel mit. Er wurde mein bester Freund.
Aber einmal kamen böse Männer und meine Mutter schickte mich aufs Dach. Natürlich nahm ich den Vogel mit und wir versteckten uns oben. Ich hatte aber Angst um ihn. Er konnte in dem winzigen Käfig nirgends hin. Also öffnete ich ihn und sagte ihm, er solle sich woanders verstecken. Irgendwie dachte ich, er würde zurückkommen. Aber er flog höher und immer höher. Er glitt auf dem Wind über die hohen Mauern hinweg. Als ich mich fragte, wohin er flog, wurde mir zum ersten Mal das Konzept von Freiheit bewusst. Ich wollte auch dorthin, wo auch immer er hinflog. Ich wollte auch über die Mauern fliegen. Deswegen wurdest du ein Himmelsreiter. Die Menschen haben Angst vor dem Tod und streben nach Unsterblichkeit. Aber ich habe so viele Leben gelebt, du kannst mir eines glauben. Ein Leben ist genug, solange du es auskostest. Aber ich konnte das nicht. Ich wurde von meiner Bürde erdrückt. Auch in einer Himmelsrüstung fühlte ich mich nie wirklich frei. Ich konnte nie wirklich fliegen. Vielleicht habe ich das Potenzial, Grains Kräfte zu kontrollieren, aber ich habe nicht den Willen. Ich habe genug. Was redest du da? Es ist nicht zu spät, Kilian. Wir wechseln es noch ein letztes Mal. Mit meiner Macht werde ich dich retten. Und du wirst der neue wahre König werden. Bist du verrückt? Ich werde nur scheitern. Schau, was ich getan habe. Wir Menschen müssen Fehler machen, um zu wachsen. Am Ende zählt nur, welche Person du einmal sein wirst. Ich bin müde und am Ende meines Weges. Du allerdings hast die ganze Reise noch vor dir. Lern aus deinen Fehlern. Werde der Retter dieser Welt. Glenn. Weine nicht. Du tust mir einen Gefallen. Ich werde in den Mahlstrom zurückkehren. Glenn! Wenn wir sterben, haben wir das Potenzial zu werden, was immer wir uns wünschen. Ein Teil von uns kann ein Säugetier werden, ein Fisch oder ein Insekt. Wir können sogar Teil der Erde werden, eine Pflanze, ein Blatt eines Baums. Wir können ein Tropfen im Meer sein, ein Sandkorn am Strand. Eine Wolke am Himmel, ein Stern in der Nacht. Aber wenn ich mir etwas wünschen kann, dann würde ich gerne als Vogel wiedergeboren werden. Ein Vogel, der seine Flügel ausbreiten kann, der davonfliegt. Wahrhaft frei. Glenn ist ein schöner Name für einen Vogel. Ich sollte nun gehen. Wir werden uns wiedersehen. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten. Das werden wir. Was tust du? Willst du mit mir kommen, Glenn? Ganz schön anstrengend, so ein falsches Gesicht zu tragen. Scheint, als ob meine Macht noch nicht völlig erwacht ist, Glenn. Ah, dein Gesicht! Da ist das, Gör! Hab ich dich! Lass mich! Wo liegt das Problem? Sie ist ein blinder Passagier. Nichts, was euch kümmern müsste, Sir. Hilf mir! Ich zahle ihr Ticket. Das müsst ihr nicht tun, Sir. Du wirst das Geld nehmen. Ich werde das Geld nehmen. Alles okay bei dir? Ja. Wie ist dein Name? June. Und was tust du hier, June? Mir wurde gesagt, dass auf dem Boot sich jemand um mich kümmern würde, deswegen habe ich mich an Bord geschlichen. Wer soll das sein? Der Mann mit den vielen Gesichtern. Wer hat dir das gesagt? Du fragst eine Menge Fragen, Mister. Es war der Mann ohne Gesicht. Der Mann mit der Maske. Ist das so? Also hat mich das Schicksal akzeptiert. Nun denn, begleite mich ein wenig. Magst du Vögel? Hast du für den auch ein Ticket? Natürlich habe ich das. Ein wenig zu groß für normales Gepäck. Seltsam. Ein Vogel, der fliegen kann, reist auf einem Schiff.
Du hast recht, das ist seltsam. Er ist nur wegen mir hier. Ich wollte nicht alleine gehen. Aber nun hast du mich. Stimmt. Wie wäre es, wenn wir ihm gemeinsam auf Wiedersehen sagen? Was meinst du, June? Ja. Nun flieg. Leb wohl, mein bester Freund. Wow, der ist schnell. Ich wette sogar, er ist der schnellste Vogel auf ganz Eldria. Ja, das war's. Oh, das war ein richtig schönes Ende. Und meine Dame hier hat gerade eine Motte auf mir fallen lassen. Hast du sie wieder? Du hast sie wieder. Okay. Oh. Meine Fresse, Chained Echoes, ey, was für ein gigantisches Spiel. Wie viele Spielstunden habe ich jetzt? Ewig viele. Es waren sehr, sehr, sehr viele Streams. Oh. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es einen zweiten Teil geben wird, weil Potenzial ist da. Dankeschön. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Sea of Stars direkt als Nachfolger mache, weil das wohl auch so ein gigantisches Spiel ist. Ich will erstmal irgendwas Bequemes, irgendwas Chilliges. Das wird sonst zu heftig. Ich bin der erste Mal da. Was? Kommt locker nochmal ein zweiter Teil, wenn die sowas machen. Mit Sicherheit kommt da ein zweiter Teil. Das war's nicht. Wäre zumindest verschenktes Potenzial, wenn sie es nicht machen. Ja. Sonst zum Spiel. Storytechnisch nice. Auch wenn, was Schildi ja schon immer wieder angesprochen hat, das Pacing manchmal etwas seltsam war. Ach, da will wieder jemand einen Talk. Können wir mal gucken. Gameplay-technisch ist es mega, auch wenn ich das Kampfsystem manchmal etwas unfair finde. Aber ich glaube, das lag mehr an mir, dass ich viele Möglichkeiten und Potenziale nicht so genutzt habe, wie sie eigentlich gedacht waren. Und sonst? Es ist halt wunderschön gestaltet, das muss man sagen. Es ist so detailreich, Es macht einfach Spaß und es fühlt sich nirgends zäh an, was ich sehr gut finde. Da gibt es viele andere Spiele, die so krasse, zähe Mittelparts haben, wo ich einfach dann wirklich mich zum Weiterspielen zwingen muss. Das hatte ich bei Chained Echoes zum Glück gar nicht. Aber wir können natürlich gerne nochmal einen Bewertungstalk für das Spiel machen. Das können wir tun. Ach schön. Ich bin richtig glücklich, dass wir es erfolgreich abgeschlossen haben. Ich hatte echt Angst, dass ich bei den letzten Bosskämpfen jetzt durchgehend scheitere und noch irgendwie grinden muss. Aber ein Strategiewechsel und schon hat es funktioniert. Ja gut, Azeroth, das Ganze muss ja nicht wieder ausarten wie beim Tire-Bewertungstalk, der sehr cool war, aber ich weiß noch, die Excel-Liste, die du angefertigt hast, die war ja übertriebenst.
Da werde ich mir die Tage mal Gedanken machen, was wir dann als Nachfolgeprojekt im Stream spielen. Ja, da finde ich schon was. Was Schnelles, Gemütliches. Das wird schon gehen. Ja, ich bin aber auch ein bisschen froh drum, dass du die Excel nicht mehr auspacken konntest. Weil ich keine Ahnung gehabt hätte, wie lange... Also der Talk, der ging ja so schon, ich glaube, 1,5 Stunden. Und ich hatte ja noch andere Leute dabei. Ich glaube, mit der Excel hätten wir 3 Stunden gelabert. Und das muss ja nicht sein. Ich sehe das Problem nicht. Ja, du da hinten bist still. Danke. Ich bin derselben Meinung. Der muss mehr her. Gut. Damit sind wir am Ende angelangt. Und klar, war jetzt ein kurzer Stream, aber ich fände es jetzt auch blöd, jetzt noch irgendwas spontan anzufangen. Zumal ich jetzt echt noch keine Idee habe, was ich hinten dran spiele. Dann hoffe ich, dass euch das ganze Stream-Projekt auf jeden Fall gefallen hat. Und dass euch Chained Echoes gefallen hat. Also für mich definitiv eines der besten Spiele der letzten Jahre. Ach, jetzt kommen ja noch. Kronk hat da mitgewirkt. Der stand da gerade in den Credits. Ja. Die Frage ist jetzt, lasse ich das hier noch durchlaufen? Sind das nun nicht nur die Unterstützer? Ich weiß nicht, da stand oben drüber gerade Worldbuilder. Ich weiß nicht, ob das quasi so der Untertitel für die ganzen Unterstützer war. Was durchaus sein kann. Also ich glaube schon, dass das hier... Ja, da wirst du schon recht haben. Das sind wahrscheinlich die, die auf Patreon oder so unterstützt haben. Aber ja, also ich muss auch sagen, das Spiel hat nicht für umsonst den Deutschen Computerspielepreis gewonnen. Ist auch schön, mal solche wirklich guten Spiele aus deutschem Entwickler auszufinden. Ich meine, seit die Tage von Ascaron Entertainment gezählt sind, warte ich ja immer wieder auf gute deutsche Spiele und da fallen mir echt nicht viele ein. Die einzige, was noch gut ist, ist natürlich die Gothic-Reihe. Und... Och, wie hieß es denn? Spec Ops The Line. Das war auch ein gutes Spiel aus deutschem Haus. Na gut, dann würde ich sagen, würde ich den Stream-Provider ausmachen. Ich bedanke mich vielmals dafür, dass ihr hier durchgehend dabei wart. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restabend. Und wir hören uns dann im nächsten Stream, voraussichtlich Sonntag. Gut, bis dahin. Adios.
Mein Gott, da kommt ja noch was. The fuck? Du wurdest vor dem Final-Boss-Gegner platziert. Speicher dein Spiel, um ein vollständiges Speicherfile zu haben. Okay. Moment. Ah. Dann mache ich das doch. So. Ich habe ein vollständiges Speicherfile. Whoop. Cool. Okay, passt. Streamende. Ciao, ciao.